Oh, nimmt dieser Wald denn nie ein Ende? Wir müssen doch schon längst die Anhöhe erreicht haben. Ja, eigenartig. Hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange für den Aufstieg brauchen. Gehen wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Ich habe keine Lust, mich in diesem düsteren Forst zu verirren. Solange wir den Gebirgsbach zu unserer Rechten haben, können wir nicht fehlgehen. Doch, aber ich brauche eine Pause. Das sagst du jetzt schon zum dritten Mal. Wir sind erst gut 2 Stunden unterwegs. So, du musst ja auch nicht den ganzen Tand mit dir rumschleppen. Wir hätten das ganze Zeugs im Dorf lassen sollen. Schlau ausgedacht, Matthai. Dann wären die doch sofort misstrauisch geworden. Wir hätten nach Bistritz gehen sollen. Den Geldbeutel voller Gulden. Stattdessen... Wie bitte? Du bist auf das Angebot dieser Dörfler doch genauso eingegangen wie ich? 200 Gulden, wenn wir in der Burg mal nach dem Rechten sehen. Ist ja gut. Überdies ist das die Gelegenheit, auf die wir schon lange gewartet haben. Wenn wir das hier hinter uns haben, werden uns diese Trottel mit Geld nur so überschütten. Klingt gut. Na also, jetzt spar deine Kräfte für den Aufstieg. Bis zum Felsplateau ist es noch ein gutes Stück Weges. Worak, was glaubst du, was wir da oben finden werden? Was weiß ich? Ich meine, was, wenn die vom Dorf recht behalten? Du solltest dich reden hören, Matthai. Haben diese Hinterwäldler dich etwa mit ihrem Aberglauben angesteckt? Nein, nein. Wahrscheinlich sind nur ein paar Wanderer in die Burg eingedrungen und haben sich einen Scherz erlaubt. Ja, dieses unheimliche Licht und die Erscheinung... Ach, so langsam gehst du mir auf die Nerven mit deinem Geschwätz. Meinst du nicht, wir könnten eine kurze Rast einlegen? Wenn ich mir danach nicht weiter dein Gejammer anhören muss. Gut. Legen wir eine Pause ein. Ja. Pass mit unseren Tinkturen auf. Keine Sorge. Ich werde doch unseren Verkaufsschlager nicht zerbrechen. Gegen Höllenspuk diese Tinktur und von Geistern nie mehr eine Spur. Wir müssen mal wieder neues Zeugs anmischen. Das hier stinkt schon gotterbärmlich. Na und? Es soll ja auch Geister abhalten. Und die Leute sollen das Gebräu ja nicht trinken, sondern auf die Schwelle ihres Hauses träufeln. Es war wirklich eine brillante Idee von dir. Damit haben wir bisher mindestens 60 Gulden gemacht. Tja, die Leute sind einfach zu gutgläubig. Zum Glück. So, wollen doch mal sehen, was uns der Wirt so alles eingepackt hat. Und? Nicht schlecht. Kalter Braten, Speck und frisches Brot. Das reicht für gut 3 Tage. Und zu trinken? Moment. Der Flasche nach zu urteilen, der gräuliche Selbstgebrannte des Wirts. Danke, verzichte. Geh zum Wildbach und besorg uns frisches Wasser. Wird erledigt. Ja? Wo ist der Bach denn? Wie? Wo ist der Bach denn? Direkt vor deiner Nase. Da ist kein Bach. Machst du Witze? Wie kann denn das angehen? Soll das etwa heißen? Immer mit der Ruhe. Die haben doch ausdrücklich gesagt, dass wir niemals den Wasserlauf aus den Augen verlieren sollen. Nur so kommen wir rauf zum Berg. Das ist mir bekannt. Du bist doch vorausgegangen. Du solltest doch aufpassen. Ich muss mir ja unentwegt dein Lamento anhören. Kein Wunder, dass das dann passiert. Wir haben uns verlaufen. Und das in dieser Gegend. Erinnere dich an die Geschichten, die uns der Bürgermeister von dem Wald erzählt hat. Sag mal, du glaubst doch wohl nicht im Ernst an diese armen Märchen. Was ist los mit dir? Muss ich dir jetzt eine von unseren Unerschrockenheitspillen einflößen? Ach, die sind doch nur aus Holundersirup. Eben. Mensch, Matthai, nun reiß dich doch mal zusammen. Wenn du so weitermachst, wirst du noch unser bester Kunde.
was ist das für ein graues Haarbüschel? Das ist nicht nur irgendein Haarbüschel, mein Bester. Diese Haare in meiner Hand sind vom Fell eines Werwolfes. Wer eines davon bei Vollmond in der Flamme seiner Taufkerze verbrennt, dem wird der Wolfsmensch kein Haar krümmen. Auch nicht in der Georgsnacht? Auch nicht in der Georgsnacht. Was kosten sie? Wir verkaufen sie nur einzeln. Wie ihr euch denken könnt, sind sie sehr kostbar. Und wir möchten natürlich möglichst vielen Menschen damit helfen. Aber weil ihr uns Bett und Brot gebt, für euch nur 15 Gulden, lieber Wirt. Ist das dein Ernst, Worak? Wir nehmen doch sonst 30 das Stück. Was willst du? Wir sind doch unter Freunden. Habe ich recht? Schon, aber... Kein Wort mehr. Wie viele darf ich euch geben, Wirt? Nun, wir sind derer 3. Und das würde euch wirklich nichts ausmachen? Nein, ach, nicht im Geringsten. Würdet ihr sie mir auch zu diesem Preis überlassen? Ich habe ebenfalls Frau und Tochter. Überdies bald einen vorzeigbaren Schwiegersohn. Es ist mir eine Ehre, werter Bürgermeister. Matthai? So, diese sind für euch. Und diese, bitte sehr. Ich werde nur rasch das Geld holen. Oh, ich bitte euch. Das könnt ihr uns doch morgen vor unserer Abreise geben. Hört ab. Daran erkennt man, dass sie ehrbare Händler sind. Hier sind meine 45 Gulden. Wollt ihr es nicht zählen? Und euch damit einen Betrüger schimpfen? Nein, niemals. Wenn ihr sagt, es sind 45 Gulden, dann sind es 45 Gulden. Beim heiligen Ladislaus. Solch anständige Gäste hatte ich lange nicht mehr. Das wollen wir begießen. Verzeiht, aber wir müssen morgen sehr früh los. Unser Weg führt uns ins ferne Klausenburg. Auch dort sind Menschen, die des Schutzes gegen das Übernatürliche bedürfen. Sie haben recht. Sie brauchen ihren Schlaf. Wirt, wir dürfen unsere geschätzten Gäste nicht länger in Anspruch nehmen. Ich denke, wir haben die Bürger eures schönen Dorfes bestens gegen das Böse wappnen können. Daher, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht und auf morgen. Noch ein Glas von diesem gepanschten Branntwein hätte ich nicht ertragen. Wem sagst du das? Zähl das Geld nach, was uns dieser Halsabschneider gegeben hat. Bin schon dabei. Alles in allem haben wir ganz ordentlich verdient. Ja, würde ich sagen. Es ist unglaublich, wie einfältig die hier oben in den Bergen sind. Eine wahre Goldgrube, die Gegend. Wir sollten noch etwas bleiben, findest du nicht? Ja, lieber nicht. Bistritz wird nicht weniger einbringen. Eher mehr, denke ich. Nach Klausenburg. Du hast Ideen. Heute Abend hatte ich übrigens einen weiteren Einfall. Ach ja? Ja. Unserem Sortiment fehlt noch ein Mittel gegen den bösen Blick. Ich hatte da an einen kleinen Taschenspiegel gedacht, den man immer mit sich herumträgt. Begegnet man nun einem Unhold mit dem bösen Blick, fängt der Spiegel diesen auf und wird augenblicklich trübe. Na, wie findest du das? Es ist einmalig. Er wird trübe. Und was soll das gute Stück kosten? Ich denke, 10 Gulden sollte man für solch einen wirksamen Schutz schon verlangen können. 44, 45, alles da. Gut. Pack es in die Kiste zu dem anderen Geld. Und dann sollten wir eine Mütze voll Schlaf nehmen. Weißt du schon, wo wir die Spiegel herkriegen? Ich kenne in Bistritz einen Glaser. Der verkauft die Dinger für einen halben Gulden. Na dann, gute Nacht. Verehrte Herren! Was zum Teufel? Oh. Bitte öffnen Sie, es ist dringend. Wer lärmt denn zu solch nachtschlafender Zeit? Unser Gastgeber wünscht Einlass. Schnell, öffnen Sie. Was gibt es denn so Unaufschiebbares? Sie müssen mitkommen, beide. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil nur Sie zu helfen vermögen. Schnell! Ja, wenn Sie meinen,
Wir werfen uns nur rasch einen Mantel über. Bitte eilen Sie sich. Ich warte unten an der Pforte. Was mag da los sein? Keine Ahnung. Aber ich bereue nicht, dass wir morgen von hier wieder verschwinden. Nicht mal in der Nacht hat man seine Ruhe. Na, dann sehen wir uns an, was dieser Einfaltspinsel von uns will. Da steht er. Schnell, hier entlang. Oh, ist das kalt. Wo bitte führen Sie uns hin? Es ist nicht mehr weit. Man kann es bereits hören. Was ist das denn? Nur noch um diese Ecke. Super. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister, hier sind Sie. Ah, ein Segen, dass Sie da sind. Nun, gern geschehen. Aber worum handelt es sich bitte? Was machen Sie hier alle auf der Straße, mitten in der Nacht? Dort. Wenden Sie Ihren Blick dort hinüber. Zu dem Bergkamm? Ja. Dort brennt ein Licht. Ja, Höllenfeuer, sehen Sie? Es ist grün. Ein grüner Schimmer flackert in den Nachthimmel. Das Licht geht von einem verfluchten Ort aus. Sagen Sie, sehe ich richtig? Da steht doch eine Burg, oder nicht? Ja, die Burg des Fürsten Korudscha. Aber hier, nehmen Sie mein Fernglas. Sehen Sie es sich an. Wahrhaftig. Eine Festung. Schauen Sie zum Turm. Turm. Moment mal. Ja, ja, jetzt sehe ich ihn. Die Fenster des Bergfriedes sind hell erleuchtet. Das grüne Licht geht vom Turm aus. Und auf den Zinnen. Ganz oben. Sehen Sie es? Das ist doch nicht zu glauben. Lass mich doch mal sehen. Da tanzt weiße Gestalt auf den Zinnen herum. Sie ist wehendes Tuch gehüllt. Ja, es ist eine Frau. Hör sie ihren lauten Klagegesang? Unmöglich. Bis zur Burg sind es wenigstens 4 Meilen. Kein Mensch kann so laut singen. Sie sagen es. Diese Gestalt dort auf den Zinnen ist doch kein lebendes Wesen. Ach, ist es nicht? Dafür macht mir die Dame aber einen sehr munteren Eindruck. Es ist die Fürstin Korudscha. Offensichtlich gibt ihr Gemahl heute Nacht ein Fest. Die Burg ist seit Jahren verlassen. Und das weiße Geschöpf ist nicht aus Fleisch und Blut. Die Fürstin ist seit ebenso vielen Jahren tot. Das hieße also, dass dort ein handfester Spuk sein Unwesen treibt. Ja. Und deshalb brauchen wir ihre Hilfe. Noch Tee für die Herren? Nein, danke. Und seitdem hat niemand mehr versucht, in die Burg zu gelangen? Nein, die Einwohner des Dorfes meiden den Ort und alles in seiner Nähe. Der Schäfer treibt seine Tiere nicht mehr auf die Wiesen am Fuße des Berges. Und der Bericht des Lehrers und des Försters sind glaubwürdig? Unbedingt. Der Förster ist der Auserwählte meiner Tochter. Er ist furchtlos wie kein Zweiter. Doch als er an jenem Morgen zusammen mit unserem Magister wieder zurückkehrte, stand ihm das nackte Entsetzen in den Augen. Und was genau erwarten Sie nun von uns, Bürgermeister? Die Burg ist verflucht. Das Böse hat dort Einzug gehalten. Und es wird von Woche zu Woche mächtiger. Wir vermögen dem Kort, wie der Teufel bei uns heißt, nichts entgegenzusetzen. Sie und Ihr Kompagnon aber, Sie kennen die Schliche des Bösen. Sie haben wirksame Mittel gegen den Pferdefüßigen. Ach, Sie meinen die Tränen des Engels? Ja, Sie selbst sagten, dass sich in dieser Fiole die Tränen des Erzengels Raphael befänden. Sogar der Leibhaftige müsse vor dieser Waffe die eigenen strecken. Ja, das hatten wir erzählt. Richtig. Ich habe noch in der Nacht den Dorfrat einberufen. Und wir sind uns einig. Einig? Worüber? Ich bin befugt, Ihnen 200 Gulden zu übergeben. 200 Gulden? Ja, wenn Sie dem Spuk auf der Burg ein Ende bereiten. Das klingt sehr verlockend, aber wir kämen uns vor wie Diebe. Warum das? Nun, weil wir geübt sind im Umgang mit den Geistern. Und das wissen diese auch. Es wäre uns ein leichtes... Umso besser.
Sie verstehen nicht. Was mein Geschäftspartner sagen wollte, ist, dass wir gar nicht bis ins Innere der Burg vordringen müssten. Unsere bloße Anwesenheit vor den Mauern würde die Geister bereits verjagen. Dennoch wäre es uns lieber, wenn Sie bis ins faulige Herz des Bösen dringen. Bringen Sie uns einen Beweis, dass Sie dem lästerlichen Treiben ein Ende bereitet haben. Und dann, was für einen Beweis hatten Sie da gedacht? Bringen Sie uns aus der Gruft derer von Kuruja die Grabtafel der Fürstin mit. Das Mausoleum befindet sich im Gewölbe jenes Turms, der das grüne Leuchten verbreitet. Ein Kinderspiel? Wunderbar. Dann sind wir uns einig? Ja, sieht ganz so aus. Wann werden Sie aufbrechen? So schnell wie möglich. Dann werde ich Ihnen jetzt den Weg dorthin beschreiben. Wir werden in diesem Dickicht stecken bleiben und elend zugrunde gehen. Wenn wir zugrunde gehen, dann nur, weil du lieber lamentierst, anstatt mit Hand anzulegen. Jetzt hilf mir doch mal, ich hänge fest. Ich hänge selber fest. Diese Dornenbüsche haben uns fest umschlossen. Kommst du an mein Jagdmesser heran? Ich habe es an der Schnalle meines Rucksacks befestigt. Ja, ich glaube schon. Ja, oh, ich habe es. So, und jetzt. Da. Da. Ja. Sehr gut, wir kommen wieder frei. Ja, endlich, wir sind durch. Sag, was du willst, aber mir war, als würden uns die Zweige absichtlich festhalten. Ja, natürlich. Jedenfalls kann uns jetzt nichts mehr aufhalten. Warum? Da, sieh doch. Keine 30 Schritte von hier lichtet sich der Wald. Wahrhaftig? Du siehst? Der Weg war doch der richtige. Ich habe das Plateau gefunden. Das muss man dir lassen. Du findest immer einen Weg. Das will ich meinen. Endlich. Wir sind da. Wow, was für ein Gemäuer. Das ist ja riesig. Du hast recht. Vom Tal aus betrachtet sah die Burg nicht so gewaltig aus. Ja, und von wegen Ruine. Schau dir bitte mal den Mauerwall an, der die Festung umgibt. Der ist mindestens 40 Fuß hoch. Und da fehlt nicht ein Stein. Ja, und ein Graben liegt vor der Mauer. Macht nicht gerade einen freundlichen Eindruck, wenn du mich fragst. Aber was soll's. Gehen wir erst mal um die Burg herum. Es muss ja irgendwo eine Zugbrücke oder so etwas geben. Jetzt haben wir die Burg schon zweimal umrundet. Aber nirgends eine Möglichkeit, die Mauer zu übersteigen. Hochgezogen. Irgendwo muss es einen Weg hineingeben. Sonst hätten wir letzte Nacht ja auch nicht die Lichter sehen können. Wenn die nun aber nicht von Wanderern stammen, sondern... Fängst du jetzt wieder damit an? Ich denke, wir waren uns einig, dass es keine Gespenster gibt. Schon, aber... Schluss damit! Die Fürstin ist gestorben und ihr Mann hat danach fluchtartig die Festung verlassen. Man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Das ist alles viele Jahre her. Warum sollte jetzt auf einmal der ruhelose Geist der Fürstin Kuruja die Burg unsicher machen? Ganz zu schweigen davon, dass es keine Geister gibt. Entschuldige, Vorak. Das muss an dem Ort hier liegen, das... Da! Da! Sieh mal da! Ja, was denn? Wo? Dort unten. Schräg im Graben. Links neben dem Portal. Sieht aus wie ein Eisengitter. Es ist ganz zugewuchert. Ich könnte schwören, dass das der Fingerzeig ist, auf den wir gewartet haben. Ob dahinter ein Tunnel oder sowas ist? Egal, ob Tunnel oder Gang. Jedenfalls wird er uns unter der Mauer ins Innere der Burg führen. Los, komm! Hoffentlich
gibt es hier keine Schlangen oder sonst giftiges Getier. Oh, das sieht ganz schön massiv aus, wenn du mich fragst. Ja, früher wusste man noch, was Handwerk ist. Und kriegst du es auf? Nicht so eilig, Matthai. Hier sind Scharniere. Das Gitter lässt sich einfach so öffnen. Kein Schloss, kein Riegel. Der Weg ist frei. Wir... Ja! Was machst du denn? Kannst du nicht aufpassen? Du wirst unsere kostbaren Waren zerbrechen. Hilf mit, Vorak! Ich komme nicht mehr hoch! Jetzt rappel dich endlich auf und mach nicht so einen Lärm. Wer auch immer in der Burg ist, muss ja nicht direkt mitbekommen, dass wir hier sind. Ich meine es ernst, Vorak. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das heißen? Wie ich es gesagt habe. Ich kann mich nicht rühren. Irgendwas hat mich am Rucksack gegriffen und zu Boden gerissen. Siehst du es denn nicht? Es hält mich immer noch fest umklammert. Ach, Unsinn. Nichts hält dich fest. Du wirst das Gleichgewicht verloren haben. Ein wenig abnehmen, dann passiert dir sowas auch nicht. Nein, so war es nicht. Wenn ich es dir doch sage, dass ich... Ja, schon gut. Warte, ich helfe dir auf. Dann werden wir sehen, ob... Was ist los? Was hast du? Ich... Verdammt. Ich kriege meine Füße vom Boden nicht mehr hoch. Da hast du es. Das ist doch... Als ob meine Schuhe am Boden angewachsen wären. Ich sage doch, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Nichts zu machen. Ich stehe wie angewurzelt. Was machen wir jetzt? Warten, bis es wieder aufhört. Und wie lange wird das dauern? Woher soll ich denn das wissen? Vorak! Wir hätten schon bei den Dornen umkehren sollen. Das war wahrscheinlich die letzte Warnung. Ich werde mir einen neuen Geschäftspartner suchen, wenn das hier vorbei ist. Verstehst du denn nicht? Keiner wird uns zu Hilfe kommen. Die haben alle viel zu viel Angst, als dass sie nach uns suchen würden. Verflixt. Da hast du allerdings recht. Ich kann nicht mehr stehen. Und mir schmerzt das Kreuz, als wollte es gleich bersten. Wir müssen irgendwas unternehmen. Was bleibt mir wirklich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in diesem Graben? Vorak, es wird langsam dunkel. Ja, die Wolken jagen nur so dahin. Sieht mir nach einem Unwetter aus. Das hat uns noch gefehlt. Blitz und Donner in stockdunkler Nacht und wir mitten im Bannkreis der Burg. Warte mal. Ich glaube... Ja. Ich glaube, ich kriege meinen linken Fuß hoch. Geschafft. Ich kann mich immer noch nicht rühren. So. Mein rechter Fuß wäre auch wieder frei. Dann hilf mir endlich hoch! Moment, das haben wir gleich. Och, es geht nicht. Das Böse an diesem Ort will nicht, dass wir unsere magischen Gegenstände mit in die Festung bringen. Darf ich dich daran erinnern, dass unsere magischen Gegenstände von uns ausgedacht und hergestellt wurden? Wer weiß... Vielleicht haben wir aus purem Zufall wirklich etwas darunter, was die Geister nicht mögen. Ich geb's auf. Wenn ich vielleicht die Tasche von meinen Schultern löste. Es funktioniert! Sieh her, ich komme frei! Tatsächlich. Siehst du, ich hatte doch recht. Die Tasche lässt sich immer noch keinen Zoll vom Boden anheben. Aber dafür werden meine Füße jetzt auch recht schwer. Als stecke ich in zähem Morast. Hauptsache, wir kommen hier wieder weg. Los jetzt. Wir haben genug Zeit vergeudet. In den Tunnel. Du willst
jetzt da wirklich rein? Nach allem, was uns widerfahren ist? Du kannst mir glauben, dass ich hier nicht ohne die Grabtafel der Fürstin wieder rausmarschiere. 200 Gulden lasse ich mir doch nicht einfach so durch die Lappen gehen. Also mich kriegst du unter gar keinen Umständen in dieses finstere Loch. Ach nein? Nein! Na, dann wünsche ich dir eine gesunde Reise nach Bistritz. Und solltest du unterwegs gefressen werden? Keine Sorgen. Ich kümmere mich um deinen Anteil. Das war ein Wolf, nicht wahr? Nein, das war ein Geist, der Tierstimmen übt. Natürlich war das ein Wolf. Der scheint recht nahe zu sein. So wie es sich anhörte, direkt im Wald, aus dem wir gekommen sind. Borg, ich habe es mir noch mal überlegt. Nein. Ja. Wirklich? Ja. Ich komme lieber mit dir. Dann hol endlich unser Geld aus dem Rucksack und komm. Sofort. Es geht nicht. Der Geldsack ist auch wie angenagelt. Ich krieg ihn nicht vom Boden hoch. Offensichtlich haben die Geister auch etwas gegen unredlich verdientes Geld. Gut, darum kümmern wir uns später. Hier gibt es sowieso keinen, der stehlen würde. Was ist mit den Kerzen und Zündhölzern? Kleben die auch fest? Nein, die lassen sich herausnehmen. Gut, also dann. Du gehst voran und ich schließe das Gitter hinter uns. Auf geht's. Ich soll vorausgehen? Wieso ich? Weil du so viel Angst hast, dass das jeder Geist auf eine halbe Meile spürt und sofort verschwindet. Bei dir würde sich das Erschrecken nicht mehr lohnen. Pass doch auf, wo du mit dem Wachs hintropfst. Ich bin direkt unter dir. Entschuldige, aber es ist nicht so leicht, diese Sprossen hochzuklettern, wenn man nur eine Hand frei hat. Siehst du schon was? Ja, wir sind gleich oben. Ein Glück. Ja, wie man's nimmt. Was soll das heißen? Ich habe gerade einen Tropfen abbekommen. Es fängt an zu regnen. Ja, umso mehr sollten wir uns beeilen, in den Turm zu gelangen. So. Ich bin oben. Hier, meine Hand. Danke. Es ist schon fast dunkel. Oh, verflixt die Kerze. Mach sie halt wieder an. Du, weißt du, wo wir raufgeklettert sind? Das ist der Brunnenschacht. Der Geheimgang mündet im Brunnen. Das ist besser. Niemand außer uns zu sehen. Auch die Fenster sind alle dunkel. Hast du schon mal so einen trostlosen Burghof gesehen? Ich habe noch nicht viele gesehen, aber dieser scheint mir nicht trostloser als andere. Das Pflaster ist ganz zugewuchert und überall liegen Dinge verstreut. Da, ein zerbrochenes Fuhrwerk und ein Stapel Fässer. Hier lehnt sogar ein Schwert an der Wand. Ganz verrostet. Alles sieht so tot aus. Mir kommt da gerade ein ganz fabelhafter Gedanke. Die Zeit hat ihr Leichentuch über diesen Ort gebreitet. Matthai, hör zu. Was, wenn wir hier nicht nur auf alten Trödel stoßen, sondern auf wertvolles Tafelsilber? Du meinst... Ja, genau. Bevor wir in die Gruft runtersteigen, sollten wir uns erst einmal die anderen Räume zur Brust nehmen. Hier muss es doch nur so wimmeln von kostbaren Dingen. Wandteppiche, goldene Pokale, Kristallgläser, vielleicht sogar Schmuck. Ja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Komm, lass uns sofort mit der Suche beginnen. Gut. Versuchen wir es gleich hier beim Turm. Verflixt! Das Ding ist abgeschlossen. Lass mich mal. Auch das kriegen wir nie auf. Das sind massive Eichenbohlen. Was soll's? Das wird nicht der einzige Weg in den Turm sein. Probieren wir es beim Portal des Hauptgebäudes. In den Seelen dort ist sicherlich auch mehr zu holen als im Burgfried. Sollten wir nicht zuerst versuchen, an die Grabtafel zu kommen und hinterher... Warum die Eile? Uns drängt doch keiner. Und wenn wir hier zu echtem Reichtum kommen, dann können uns die 200 Gulden noch gestohlen bleiben.
samt dem ganzen Dorf. Glaubst du wirklich, ich suche dann noch nach dem muffigen Grab irgendeiner Fürstin? Stimmt eigentlich. Überleg doch, wir wären dann jemand. Vorbei mit dem Herumziehen durch die Provinzen, vorbei mit den schlechten Gasthäusern und dem mühseligen Krämerleben. Das wäre was. Wir zwei in vornehmen Kreisen. Und wenn ich mir die Burg so recht betrachte, hier können wir eigentlich nur unser Glück machen. Schau dir die prächtigen Buntglasfenster an, die schlanken gotischen Fensterbögen. Das sieht nach viel Geld aus, wenn du mich fragst. Endlich kommt wieder der Mattei zu Wort, den ich kenne. So, da wären wir. Wer sagt's denn? Wir haben Glück. Gib mir die Kerze. Diesmal gehe ich vor. Guten Abend. Habt ihr ein Zimmer für mich? Guten Abend, Fremder. Ein Zimmer? Ja, sicher. Dann bleibe ich. Bekomme ich bei euch noch eine warme Mahlzeit? Meine Frau hat Linseneintopf gekocht. Wenn ihr damit vorlieb nehmen möchtet? Ja, bringt mir davon. Wo kann ich sitzen? Direkt dort vorne am Fenster. Gut. Und einen Krug Wein. Selbstverständlich. Was ist los? Habt ihr noch nie einen Gast gesehen? So. Der Beste, den ich im Hause habe. Verzeiht, aber wir sind hier etwas zurückhaltend, wenn noch so spät Fremde in unser Dorf kommen. Habt ihr denn Grund dazu? Na, bei all dem Gesindel, das heutzutage über Gottes Erdboden schreitet. Nichts als Tagediebe und Betrüger. Ihr natürlich nicht. Habt ihr vor, länger zu bleiben? Nein, ich bin auf der Durchreise und kann nicht lang verweilen. Ich bin auf der Suche nach jemandem... Ach, ihr sucht jemanden. Einen Verbrecher vielleicht? Ja. Dann seid ihr ein Gendarm. Nein. Ich werde euch euer Essen bringen. Moment noch. Gebt mir zuvor eine Auskunft. Bitte, fragt nur. Sind in letzter Zeit Fremde durch euer Dorf gekommen? Glücklicherweise nicht. Wie gesagt, meist haben wir es mit Lumpen zu tun, die glauben, sie könnten uns einfache Leute für dumm verkaufen. Mit Ausnahme der beiden Männer, die den Teufel aus der Burg vertreiben wollen. Den Teufel aus der Burg? Exorzisten? Im weitesten Sinne vielleicht. Sie haben allerlei nützliche Dinge gegen das Böse und seine Verbündeten mit sich geführt. Die haben sie uns verkauft. Ich beispielsweise habe... Was ist das für eine Burg, von der ihr da spracht? Nun, wenn man das Tal durchschreitet, liegt auf einer Anhöhe die Burg des Fürsten Kurudja. In ihren Mauern geht es um. Seit wann? Eigentlich schon immer. Aber so schlimm wie in den letzten Wochen war es nie zuvor. Was meint ihr damit? Was war in den letzten Wochen? Erzählt! Soll ich euch nicht erst euer Abendbrot holen? Ach, das kann warten. Erzählt mir, was sich in den letzten Wochen ereignet hat. Nun, eines Tages haben wir dunklen Rauch aus den Schornsteinen der Burg aufsteigen sehen. Tag und Nacht hingen dunkle Rauchschwaden über dem Gemäuer. Des Nachts drangen seltsame Geräusche bis zu unserem Dorf. Mal klangen sie wie Wehklagen, dann wieder wie lieblicher Gesang. Wie Gesang? Ja, das hörte dann aber auch wieder auf. Genauso wie der Rauch. Gestern Nacht schließlich war die Festung in grünes Hexenfeuer getaucht. Und eine Gestalt tanzte auf den Zinnen. Hier bin ich richtig. Glaubt nicht, dass wir nicht schon selbst versucht hätten, dem lästerlichen Treiben ein Ende zu machen. Zwei mutige Männer aus unseren Reihen sind vor einigen Wochen rüber zur Burg. Sie sind nur knapp dem Tode entronnen. Und nun sollen die beiden Geisterkundigen die Burg von dem Fluch reinigen. Genau so ist es. Ich muss sofort mit ihnen sprechen. Bringt mich zu ihrem Zimmer. Ich kann euch gerne zu ihrem Zimmer bringen. Aber ihr werdet sie dort nicht mehr antreffen. Warum nicht? Weil sie bereits in der Früh zur Burg aufgebrochen sind. Packt mir etwas Wegzehrung ein und dann erklärt mir den Weg zu der Feste. Wie bitte? Ihr gedenkt doch nicht, jetzt zur Burg aufzubrechen. Ich gebe euch meine große Reisetasche zur Verwahrung. Gebt gut auf sie Acht. Mein Herr, es ist töricht, in der Nacht durch den Wald zu gehen. Keine Sorge, Wirt. Ich habe Wachsfackeln dabei. Die werden mich davor bewahren, in der Dunkelheit zu stürzen. Das meine ich nicht. Ich spreche von jenen schrecklichen Geschöpfen, die zu dieser Stunde durch die Wälder streifen. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich weiß mich meiner Haut durchaus zu wehren.
Seid ihr etwa auch geübt im Umgang mit Dämonen und Geistern? Mit denen, die ihr beschrieben habt, kenne ich mich sehr gut aus. Ja. Zu viel versprochen. Wir werden Tage brauchen, um das alles wegzuschaffen. Na und? Das gehört jetzt alles uns. Spielt es dafür eine Rolle, wie lange wir da brauchen? Sieh dir die Rüstungen an und die Bilder. Ach was, Bilder. Komm, hier geht's lang. Die Tür da ist nur angelehnt. Ich könnte wetten, dass dahinter noch mehr Überraschungen auf uns warten. Ein Saal. Was wartet da in den Vitrinen auf uns? Waffen, versilberte Jagdflinten in allen Größen und Formen. Und hier Dolche mit diamantbesetzten Griffen. Das scheint das Jagdzimmer zu sein. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so viele Trophäen und ausgestopfte Tiere gesehen. Hoffentlich sind die wirklich ausgestopft. Die sehen aus, als wären sie noch lebendig. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Los. Die Schätzchen sind viel zu schade, um hier zu verstauen. Wo willst du das denn alles reinpacken? Ganz einfach. Hier liegen genügend Teppiche. Wir wickeln einfach alles in die Teppiche. Damit wäre es dann auch direkt für den Abtransport verpackt. Ja, und es ist sicher vor neugierigen Blicken. Du sagst es. Gut, fangen wir mit den Dolchen an. Was war das? Was war was? Dieses Geräusch gerade. Da war nichts. Jetzt reich mir endlich die Waffen raus. Ja, ist ja gut. Ich dachte nur, dass... Was ist mit dir? Was starrst du denn so? Die Dolche sind weg. Was? Hier. Sie selbst. Einfach verschwunden. Verdammt. Wie können die sich denn einfach so in Luft auflösen? Vor meinen Augen ist es passiert, Vorak. Ich mach die Glastüren auf und da... Aber die Flinten sind noch da. Lass uns sofort verschwinden. Hier stimmt was nicht. Matai, dieser Ort ist ein wahres Schlaraffenland. Und ohne diese Schätze werde ich die Burg nicht verlassen. Weißt du, was wir für diese Waffen bekommen? Die sind un... Da! Wie die Dolche. Einfach weg. Glaubst du mir nun? Hier spukt. Das kann doch nicht sein. Gerade waren sie noch da. Was ist das? Wo kommt das her? Von da hinten. Von der Empore, wo die ganzen Tiere stehen. Willst du mir jetzt vielleicht noch erzählen, dass die mottenzerfressenen Viecher wieder lebendig werden? Wenn du mir nicht glaubst. Da, sieh selbst, was da abgestampft kommt. Nichts wie weg! Vorrat, wir sind im falschen Gang. Aus dieser Richtung sind wir nicht gekommen. Hier hält die Tür der Bestie stand. Wir müssen zurück! Hörst du? Sonst finden wir nie wieder raus aus dieser Burg! Bist du verrückt? Ich bewege mich keinen Schritt durch diese Tür. Ich hänge an meinem Leben. Jetzt. Jetzt ist nichts mehr zu hören. Vielleicht ist der Bär wieder erstarrt. Oder er stellt sich nur so und wartet auf uns. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Hast du eben wirklich dasselbe gesehen wie ich? Einen ausgestopften Bären, der uns fressen wollte? Ja. Merkst du jetzt, dass ich diesmal recht hatte? In der verdammten Burg spukt es. Und was machen wir zwei? Brechen hier ein, um sie zu plündern. Ich konnte doch nicht ahnen, dass es hier wirklich umgeht. Zum Teufel. Bisher habe ich an sowas genauso wenig geglaubt wie du. Was machen wir jetzt? Was wir machen? Wir machen, dass wir hier schleunigst rauskommen. Schnappen wir uns irgendwie unser Geld und dann nichts wie weg aus dieser Gegend. Los, da! Allmächtiger. Die Rüstungen bewegen sich. Sie kommen zu uns.
Gott, steh uns bei! Sie halten Schwerter in den Händen! Worauf warten wir noch? Die Treppe rauf! Ja, aber wo sind wir? In einem Salon, würde ich sagen. Da auf dem Tisch steht ein Armleuchter. Gib mir die Zündhölzer. Das werden wir gleich haben. Schon besser. Was ist mit den Rüstungen? Kommen sie hinter uns her? Nein. Da unten ist alles totenstill. Vielleicht sollten wir uns hier nach brauchbaren Sachen umsehen. Oh, bist du verrückt? Sämtliche Geister der Festung sind hinter uns her und du willst sie beklauen? Beschränken wir uns auf diesen schweren Armleuchter. Ah! Was ist mit dir? Ich habe einen furchtbaren Schlag bekommen, als ob mir jemand mit einer gewaltigen Peitsche auf den Arm dreschen würde. Wann? Als ich den Kerzenständer greifen wollte. Bist du sicher? Na, hör mal. Wenn du mir nicht glaubst, versuch es doch selber. Ich werde nur die Kerze nehmen. So. Sei vorsichtig, Mattei. Ah, was passiert hier? Was ist mit der Flamme? Sie wird gleißend rot. Mein Gott, es ist so hell, ich muss meine Augen abwenden. Das ist Blendwerk des Teufels. Ah. Wir werden hier nie mehr lebend rauskommen. Der Teufel selbst, der Kord ist hinter uns her. Er will uns strafen für all unser Anmaßen und Unglauben. Gib noch nicht auf, Mattei. Da vorne die Tür. Ich wette, die führt wieder in den Burghof. Los! Es ist doch sinnlos. Dem Teufel kann man nicht entfliehen. Du kommst jetzt mit mir. Wie es scheint. Aber wo bin ich? Es ist hinten schwarz um mich herum. Oh nein. Geht der Spuk direkt von neuem los? Moment. In meiner Tasche müssten noch die... Das sind sie. Mattei! Mattei, komm wieder zu dir! Mein Schädel brummt vielleicht. Irgendwer hat mir ordentlich eins übergezogen. Wir können froh sein, dass wir noch am Leben sind. Ich bin durch eine Falltür gerauscht und dann ging's steil in die Tiefe. Wo sind wir hier? Na, wo wohl? In einem... Au! Ich seh schon. Im Kerker. Was dachtest du? Im Liebesnest der geisterhaften Sängerin? Nicht zuletzt wegen deiner mangelnden Beherrschung sind wir jetzt in dieser misslichen Lage. Ich weiß auch nicht, was da plötzlich in mich gefahren ist. Aber ich musste ihrer Stimme einfach folgen. Ich war wie in Bann geschlagen. Dann lass dir jetzt mal was einfallen, wie wir hier wieder rauskommen. Zumal wir nur über einen begrenzten Vorrat an Zündhölzern verfügen. Da wüsste ich schon Rat. Dort, an der Wand, ist das nicht eine Pechfackel? Tatsächlich. Endlich haben wir Licht. Na, dann wollen wir uns mal umsehen. Eine schmale Treppe an der Wand. Sie führt spiralförmig bis zu der Tür dort oben. Sonst sehe ich hier nichts, was uns weiterhelfen könnte. Treppe, nennst du das? Das Ding ist höchstens 2 Handbreite. Und die Tür liegt gut 10 Meter über uns. Dafür müsste man Artist sein. Dennoch ist es der einzige Weg hier heraus, wie es scheint. Oder siehst du noch eine andere Fluchtmöglichkeit? Was ist mit dem Eisengitter hier im Boden? Ich bitte dich, wie willst du das denn herausstellen?
Wir haben keinerlei Werkzeug. Vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig. Ein Mann! Guten Abend, Mogur. Tja, jetzt hast du mich endlich gefunden. Aber es wird dir wenig nützen. Ich wusste, dass du nicht aufgeben würdest. Dass du mich suchen würdest, solange noch ein Atemzug deine Brust hebt. Siehst du nun, was dir deine Besessenheit eingebracht hat? Du bist mir in die Falle getappt. Du bist mir ausgeliefert. Entschuldigen Sie, aber Sie scheinen uns zu verwechseln. Unsere Namen sind Vorak und Matai. Sicher, Mugur. Im Lauf der Jahre hast du so viele Namen angenommen, dass du deinen richtigen schon vergessen zu haben scheinst. Aber glaub mir, ich war über deine Schritte informiert. Ich wusste schon lange, dass du mir dicht auf der Spur warst. Wir sind Händler aus Zalau. Sie können uns gar nicht kennen. Und nicht mal die Gendarmen wissen, wo wir uns aufhalten. Bist du still? Einen feinen Gehilfen hast du dir da ausgesucht, Mugur. Ich hoffe, der Schlag auf seinen Kopf hinterlässt bei ihm keine allzu großen Schäden. Hören Sie, wer Sie auch immer sein mögen, mein Name ist nicht Mugur. Sie verwechseln mich. Außerdem sind wir nicht ihretwegen in der Burg, sondern wegen des Geisterspuks. Die Leute aus dem Dorf haben uns geschickt. Selbstverständlich. Und als du dann die Stimme unserer geliebten Ilona mit eigenen Ohren hörtest, hast du dich sofort bereit erklärt, dem Spuk ein Ende zu machen. Aber Ilona gehört mir. Verstehst du? Ich habe sie einmal an dich verloren, aber jetzt ist sie bei mir. Und es gefällt dir sehr gut bei mir. Nicht wahr, meine Liebe? Oh, mein Gott, da ist sie wieder. Verehrte Dame, bitte reden Sie ihm ins Gewissen. Er irrt sich, denn ich bin nicht dieser Mugur. Ach, hör auf mit den albernen Spielchen, Mugur. Du weißt genauso gut wie ich, dass das sinnlos ist. Jetzt reicht es mir aber langsam. Lassen Sie uns sofort eine Leiter herunter, damit wir hier herauskommen. Wozu? Die Treppe führt doch in die Freiheit, oder nicht? Mugur, ich muss schon sagen, einen mutigen Gehilfen hast du da. Sei vorsichtig, Matai. Keine Sorge. Wenn man den Rücken an die Wand presst, dann geht es. Ja, dann geht es. Aber was, wenn die Wand das nicht mehr möchte? Was zum... ich stürze! Matai, bist du in Ordnung? Dieser Schuft! Du kannst von Glück sagen, dass du noch nicht so hoch warst. Danke. Mir hat's gereicht. Oh, mein armer Knöchel. Wie dem auch sei, ich kann mich nicht den ganzen Abend mit euch beschäftigen. Ilona möchte noch für mich singen. Und sie wird den ganzen Abend für mich singen. Die ganze Nacht. Und was wird aus uns? Wollen Sie uns hier unten verhungern und verdursten lassen? Nun, verdursten wohl eher nicht, mein Lieber. Du siehst, Wasser werdet ihr genug haben. Aus dem Gitterloch strömt Wasser herein. Mehr Wasser, als euch lieb sein wird. Diese feine Einrichtung gab es übrigens schon, bevor ich mich in der Burg niedergelassen habe. Das ist ja eiskalt. Das ist der Gebirgsbach, der hier unter der Burg durchfließt. Ein kleiner Zug an einem Hebel genügte, und er staute sich im Brunnen. Das dürftet ihr bereits bemerkt haben. Ein weiterer Zug an jenem Hebel lässt dasselbe Wasser durch ein Rohr hier in diesen Kerker abfließen. Schon sehr bald wird er bis zur Tür mit Wasser gefüllt sein.
mit eiskaltem Wasser. Erst werdet ihr schwimmen. Dann, wenn euch die Glieder schwer werden, klammert ihr euch an die Wände. Aber wie lange könnt ihr das durchhalten? Mit zitternden, steifen Händen. Sie Verrückter! Sie können uns doch nicht einfach hier saufen lassen! Und ob ich kann? Wer sollte mich daran hindern? Vom Dorf wird niemand hierher kommen, um euch zu helfen. Und wenn doch, warten ein paar nette Überraschungen auf dieses abergläubische Pack. Bis dahin aber haben sich eure Lungen schon längst mit Wasser gefüllt. Ich habe dich letztlich doch geschlagen, Mugur. Ilona ist mein und der Sieg über dich auch. All deine Mühen, mich zu finden, waren umsonst. Sie sind ja wahnsinnig. Meine Dame, ich beschwöre Sie. Sie müssen ihn daran hindern, bitte Sie. Wenn du uns nun bitte entschuldigen würdest. Komm, meine Liebe. Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen enttäuscht von dir. Du hast es mir fast zu einfach gemacht. Das schmälert meinen Triumph über dich ein wenig. Wenn ich es Ihnen doch sage, ich bin nicht Mugur. Sie haben den Falschen. Dann hättest du nicht so verbissen versucht, in diese Burg zu gelangen. Übrigens, was ist mit deinem rechten Arm? Du wirst doch nicht das Fallgitter angefasst haben. Fahren Sie zur Hölle! Tut mir leid, aber ich lasse dir gerne den Vortritt. Ich wünsche einen angenehmen Tod. Nichts als Betrug. Lauter hanebüchene Werkzeuge, die nur einem Zweck dienen, leichtgläubige Menschen hereinzulegen. Und hier? So viele Gulden. Ich frage mich, warum solch achtbare Händler ihre Ausrüstung samt dem mühsam verdienten Geld einfach liegen lassen. Freiwillig werden sie sich wohl kaum davon getrennt haben. Und dass sie es verloren haben, erscheint mir auch zweifelhaft. Wie dem auch sei, es wäre ein Verbrechen, diesen Batzen einem unbekannten Schicksal zu überlassen. Den anderen Zauberhumbug hingegen, wohin könnten die beiden Glücksritter wohl gegangen? Moment, was ist denn das? Gar nicht so dumm, die beiden. Weiß nicht, ob ich den geheimen Weg unter der Mauer auf Anhieb gefunden hätte. Leuchten wir mal rein in den Dachsbau. Aber, hey, was ist mit meinen Stiefeln? Sonst tragen sie mich doch in Windeseile durchs Land. Wieso kleben sie ausgerechnet jetzt am Boden fest? Die Angst ist es nicht, die mich zurückhält. Verwünscht. Das Geld ist mir entglitten. Die Münzen scheinen mit den Stiefeln zu paktieren. Schwer wie Blei ist der Geldsack mit einem Mal. Das fängt ja gut an. Und offensichtlicher hätte die Einladung an mich nicht ergehen können. Sie ist es. Ich erkenne ihre liebliche Stimme. Sie ist immer noch in seiner Gewalt. Warte, nicht mehr lange. Ich werde dich befreien, Geliebte. Voran! Die Zeit des Versteckspielens ist vorbei.
Verdammt, ich kann mich nicht mehr länger festhalten mit der einen Hand. Halte durch. Wir dürfen nicht aufgeben. Durchhalten. Du bist gut. Das Wasser hat gleich die Tür erreicht und dann werden wir schwimmen müssen. Aber ohne meinen rechten Arm werde ich absaugen wie ein Stein. Was wird uns schon einfallen, Borak? Bisher sind wir aus jeder misslichen Lage wieder rausgekommen. Schon vergessen? Wir sind wie Katzen. Neuen Leben. Schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir Ähnliches bereits durchgemacht hätten. Oder hast du etwa einen rettenden Einfall? Die Tür hat weder Klinke noch Schlüsselloch. Und sie ist aus so massiven Eichenbohlen gezimmert, dass sie noch gut 1000 Jahre überdauern kann. Ich hingegen halte nur noch ein paar Minuten durch. Ich werde mich nicht in dieses unheimliche Wasser stürzen, um meinen Tod zu erwarten. Glaub nicht, dass ich scharf darauf bin, so zu enden. Wir hatten es beinahe geschafft. Wir waren dicht dran, als reiche Kaufleute hier rauszumarschieren. Ja, wäre uns nicht der Spuk dazwischen gekommen. Und dieser Wahnsinnige mit seiner gleichgültigen Frau. Warte mal. Bora? Die Türscharniere liegen innen. Und die Stifte lassen sich ganz einfach herausziehen. Mit ein wenig Glück. Borak! Mensch, Borak, mach das nicht! Wenn du glaubst, ich lasse dich einfach so ersaufen, hast du dich geirrt! Gang endet vor einer Bretterwand? Seltsam. Wasser quillt zwischen den Ritzen hervor. Aber die beiden Geisterbeschwörer müssen doch diesen Weg genommen haben. Einen anderen in die Burg zu gelangen, gibt es nicht. Das dürfte des Rätsels Lösung sein. Was passiert wohl, wenn ich an dieser Kette hier ziehe? Was zum... Ja, vermaledeit. Und draußen wäre ich wieder. Rausgespült wie ein Kork aus der Flasche. Und nass bis auf die Knochen. Wie es scheint, war diese kalte Sturzflut Teil meines Empfangs. Nun gut. Wenn er aber glaubt, ich ließe mich vom Wasser abschrecken, so irrt er sich. Noch immer ist der göttliche Klang ihrer Stimme zu hören. Mein Verlangen nach ihr ist ungebrochen. Es gilt, notfalls auch ohne Fackel. Getaucht. Ich war kaum im Wasser, da hat es mich schon untergezogen. Der Sog des abfließenden Wassers hat mich regelrecht auf das Gitter genagelt. Meinst du mich nicht? Das ganze Wasser mit einem Schlag weg. Ob das wieder so ein Spiel dieses Irren ist? Ich werde nicht warten, um es herauszufinden. Schnell zur Tür! Ich habe das vorhin nicht mehr ganz mitbekommen. Sprachst du nicht von irgendwelchen Scharnieren? Ja. Und hättest du nicht einfach losgelassen, dann wären wir vermutlich auch schon raus aus diesem Loch. Einfach losgelassen ist gut. Ich bin ausgerutscht. So groß ist meine Todessehnsucht nun auch wieder nicht, dass ich freiwillig ins Wasser gehe. Das einfach losgelassen. So. Klammer dich irgendwo fest. Das kann eine Weile dauern. Beeil dich bloß. Das vergitterte Loch da unten macht mich nervös. Außerdem habe ich das ungute Gefühl, dass unsere wundersame Errettung ohne das Wissen des reizenden Gastgebers geschehen ist. Bin ja schon dabei. Die Tür mag massiv sein, aber die Angeln sind vom Rost völlig zernagt.
So. So. Psst. Geht das nicht ein bisschen leiser? Nun, richtig laut wird es erst jetzt. Warum? Was kommt denn jetzt? Der Weg ist frei! Wir können raus! Danke, habe ich mitbekommen. Gib mir deine Hand. Eine Treppe. Ja, nichts wie raus hier. Oh, Mann, mir ist vielleicht kalt. Tröste dich, mir auch. Wir sind oben. Ich erkenne es wieder. Das ist das Treppenhaus des Burgfrieds. Da geht's raus, aber Vorsicht! Hier lauert irgendwo eine Falltür im Boden. Tatsächlich! Der Burghof! Gut, soweit ist unser Plan geglückt. Und der Hausherr scheint so berauscht von dem Gesang, dass unsere Flucht unbemerkt geblieben ist. Wohin sollen wir uns jetzt wenden? Jedenfalls nicht zum Burgtor. Dieser Schlag hat mir gereicht. Dann also über die Mauer. Mir kommt da eine Idee. Welche? Zum Brunnen. Zum Brunnen? Aber der war doch bis oben hin voll mit Wasser. Erinner dich, was der Knabe gesagt hat. Er hat das Wasser im Brunnen gestaut. Dann hat er es in den Kerker geleitet. Wenn es jetzt so plötzlich abgelaufen ist, dann bestimmt nicht zurück in den Brunnenschacht. Und warum nicht? Darum nicht. Das Wasser ist weg. Los, du zuerst. Warum immer ich? Frag nicht. Kletter in den Schacht. Was ist jetzt schon wieder? Warum kletterst du nicht weiter? Weil da etwas Nasses heraufgestiegen kommt. Zurück! Ob das der Bär ist, der... Unsinn! Moment, ich habe hier doch irgendwo das Schwert. Da! Die vermeintlich Geisterkundigen nehme ich an. Sie kennen uns? Ja, man hat mir von ihnen berichtet. Wer? Die Leute aus dem Dorf, oder? Ja. Die sehr abergläubischen Dorfbewohner. Aber keine Sorge. Ich bin weder Gesetzeshüter noch auf der Suche nach zwei Betrügern. Betrüger? Ich muss doch sehr bitten. Geschenkt. Und Sie können das Schwert ruhig zur Seite legen. Erst will ich wissen, wer Sie sind. Warum sind Sie hier, wenn Sie es nicht auf uns abgesehen haben? Hören Sie die wunderbare Stimme? Sicher. Und die Sängerin selbst haben wir auch schon gesehen. Ihretwegen bin ich hier. Sie ist meine Frau. Ihre Frau? Dann sind Sie dieser Mugur. Der bin ich. Ihretwegen wären wir fast ersäuft worden. Tut mir leid, wenn Sie meinetwegen Unannehmlichkeiten erdulden mussten. Unannehmlichkeiten? Wir haben es nur einem Wunder zu verdanken, dass plötzlich das Wasser wich und wir uns befreien konnten. Das Wunder steht vor Ihnen. Sie? In der Tat. Sie sind ebenso durchnässt wie wir. Aber wie... Unwichtig. Ich muss meine Frau aus der Hand des Barons befreien. Dieser Wahnsinnige ist ein Baron? Ja. Und er hat meine Frau entführt. Eine feine Dame, die Sie da Ihre Frau nennen, wenn ich das mal sagen darf. Sie hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, als der Baron unser Todesurteil sprach. Nein. Und sie hat auch nicht versucht, ihn davon zu überzeugen, dass mein Geschäftspartner gar nicht ihr Mann ist? Nein. Ich weiß. Selbst wenn ich es wirklich gewesen wäre, sie hätte nichts gesagt und meinen Tod still erduldet. Da ist das grüne Licht wieder. Dort oben im Saal. Dann sind Sie jetzt beide dort. Diesmal kann er mir nicht entgehen. Sie wollen wirklich da reingehen? Er hat mir meine Frau gestohlen. Seit Jahren verfolge ich seine Spur. Und endlich habe ich ihn. Aber der Baron besitzt Zauberkräfte. Wir haben es am eigenen Leib erfahren.
Nicht, dass wir sonst ungeübt wären im Umgang mit dem Übernatürlichen, aber... Helfen Sie mir, ihn zu stellen, und ich werde Ihnen zeigen, dass auch seine Zauberkräfte nur gestohlen sind. Ich weiß nicht recht. Nun, ich dachte, Sie hätten mit dem Baron auch noch eine Rechnung offen. Wenn es Ihnen aber lieber ist, zu entfliehen, um im Burggraben wie angewurzelt kleben zu bleiben... Woher wissen Sie das? Ich sagte doch, er hat sich seine Macht unrechtmäßig erworben. Ich kenne sein Geheimnis. Matthai, was sagst du? Ich möchte am liebsten von der ganzen Sache nichts mehr wissen. Aber bevor wir wirklich wieder zu Salzsäulen erstarren, helfen wir ihm. Gut, wir helfen Ihnen also. Ich danke Ihnen. In diesem Fall sollten Sie das Schwert behalten. Worauf Sie sich verlassen können. Am Fenster! Seht doch! Ilona. Meine Ilona. Wo müssen wir lang? Da lang. Wie schafft es der Baron, ihre Frau so gefügig zu machen? Ganz einfach. Entweder er gibt ihr regelmäßig Laudanum, oder er ist ein Hypnotiseur. Nein, weder das eine noch das andere. Und wie? Meine Frau ist bereits seit 4 Jahren tot. Oh nein, nein. Wir müssen durch das Jagdzimmer. Da hinten am anderen Ende ist Licht. Mensch, sieh doch. Die Waffen sind wieder in den Vitrinen. Ja, wahrhaftig. Komm, wir wollen noch einen Versuch unternehmen. Was machen Sie da? Da! Sehen Sie selbst. Eben waren die Flinten noch da und im nächsten Moment... Und das ist alles? Nein, das ist nicht alles. Da. Der Bär dort bewegt sich. Wie ich dir gesagt habe, Vorak. Er hat nur so getan, als sei er erstarrt. Schnell fort von hier! Dieser Bär ist genauso ungefährlich wie die anderen ausgestopften Tiere, die hier stehen. Er kommt direkt auf uns zu! Passen Sie auf! Seien Sie doch vorsichtig! Er wird Sie anfallen und zerfleischen! Er läuft durch den Bären hindurch! Ich werd verrückt! Weg! Einfach weg! Sie haben noch stärkere Kräfte als der Baron. Hab ich recht? Nein! Ich habe keine übernatürlichen Kräfte. Und der Baron auch nicht. Und das gelang? Wie wollen Sie uns das erklären? Alles zu seiner Zeit. Richtig. Zuerst befahlen wir Ihre tote Gemahlin. Hatte ich vergessen. Zur Tür! Da wären wir. Haben Sie einen Plan? Allerdings. Und der wäre... Ilona ist mein, du Verbrecher! Mogur! Wie zum Teufel bist du? Ich sehe... 3... Ich habe einen von euch übersehen. Du wirst mir jetzt meine Frau wiedergeben und mit ihr alles andere, was du mir gestohlen hast. Niemals. Zu Lebzeiten hast du sie mir wegnehmen können. Aber im Tode gehört sie mir. Aber wie kann sie tot sein? Sie schreitet doch durch den Raum und singt. Du Narr. Hat dein Meister so wenig Vertrauen in dich, dass er dir von seinen Erfindungen nichts erzählt hat? Das grüne Licht ist verschwunden. Und mit ihm Frau und Gesang. Du wirst mir jetzt meine Frau wiedergeben, oder... Oder was? Verzeihung, aber ich komme da nicht mehr so ganz mit. Ist das alles, was ich hier gesehen habe, ein Geisterspuk oder nicht? Nichts von alledem ist Spuk. Sämtliche Gegenstände, die auftauchen und wieder verschwinden, sind nur projizierte Bilder. Auch der Bär. Bilder, die sich bewegen? Ja, Bilder, die sich bewegen. Ich hatte mein eigenes Varieté in Paris. Palast der Illusion. Überdies bin ich Erfinder. Alle Attraktionen entstammen meiner Feder. Das Glanzstück war ein von mir entwickeltes fotografisches Verfahren. Unter Zuhilfenahme von grünem Licht war es mir gelungen, Bilder von Glasplatten mitten im Raum erscheinen zu lassen. Ohne Leinwand.
Nimmt man nun mehrere Bilder, die eine Person in Bewegung zeigen, und spielt diese mittels eines Bildwechslers, ähnlich der Laterna Magica, vor dem grünen Licht ab, so erweckt es den Eindruck, als bewege sich die Person mitten im Raum. Bewegliche Fotografie? Ja, den Rest erledigt eine Tonspule. Die Illusion ist perfekt. Und die Waffen? Ebenfalls nur Trugbilder. Beim Öffnen der Vitrine wird der kleine Projektor im Dach des Möbels ausgeschaltet und das Bild erlischt. Hatten Sie unter Ihren Attraktionen zufällig auch eine lebende Ritterrüstung? Ja. Und warum konnten wir uns im Burggraben nicht vom Fleck bewegen? Unter dem Gras befindet sich eine Metallplatte. Sie wird mittels einer starken Stromspannung elektromagnetisch aufgeladen. Alles aus Metall bleibt daran kleben. Der Rucksack mit all den Töpfen und Tiegeln wurde ebenso festgehalten wie der Geldbeutel und die Nagelstiefel an unseren Füßen. Mit der Zeit verringert sich jedoch die magnetische Kraft und man kommt wieder frei. Auch eine meiner Erfindungen. Sie befand sich am Ausgang des Varietés. Da wurde sie allerdings immer nur kurz eingeschaltet. Und diese Sängerin, Ilona? Sie war meine Verlobte! Wäre ich doch nie mit ihr in den verfluchten Palast der Illusionen gegangen! Dieser Hund hat sie mir geraubt! Sie war so begeistert von dem Varieté, dass sie mich darum bat, ich möge sie singend ablichten und den Gesang dabei aufnehmen. Wie Sie selber gesehen haben, war sie wunderschön. Ich konnte ihr die Bitte nicht abschlagen. Wie schnell hatte mein Palast eine neue Attraktion? Ilona, die singende Göttin. Wir kamen uns näher und auf meinen Bitten löste sie die Verbindung mit dem Baron. Noch im gleichen Monat hat er sie geheiratet, der Bastard! Ja, aber unser Glück währte nur kurz. Ilona starb ein halbes Jahr nach unserer Hochzeit an einer Blutvergiftung. Ich war wie von Sinnen vor Schmerz. Schloss mich in meinem Varieté ein mit meiner singenden Göttin. Für viele Wochen. Aber eines Tages wurde ich überfallen und niedergeschlagen. Vom Baron. Als ich erwachte, waren viele meiner Attraktionen gestohlen. Darunter auch meine geliebte Frau. 4 Jahre bin ich ihm gefolgt, habe nach Geistererscheinungen gefragt, nach einer weißen Frau, die singt. Bis hierhin, in die Karpaten, zog sich diese Spur. Und nun wirst du sie mir wiedergeben. Ach, werde ich das? Mein Gott, ist das grell! Das rote Licht! Ja! Ich bin geblendet! Mach auf, du verdammter Dieb! Meine Augen! Verwünscht war das, Herr. Magnesium fackeln weiter nichts. Wir müssen ihn nach. Er ist durch eine Klappe im Boden entkommen. Ja. Und er hat das Kästchen mit dem Projektor und der Tonspule mitgenommen. Schnell, ziehen wir gemeinsam. Hey, was ist mit deinem Arm? So aus, als hätte der Schreck mich kuriert. Ich kann ihn wieder bewegen. Los, auf 3. 1, 2, 3. Eine Treppe. Wir sind vor dem Burgtor. Und da ist der Hund. Verdammt, wo hat er das Schwert her? Aber wir sind ja auch nicht unbewaffnet. Vorak, wo ist denn... Das muss ich vor Schreck eben fallen gelassen haben. Jetzt schicke ich dich zum Teufel, Mugur. Du wirst für deinen Frevel bezahlen. Und für ihren Tod. Was war denn das? Er hat beim Ausholen mit dem Schwert das Fallgitter berührt. An dem Ding habe ich unlängst einen mächtigen Schlag bekommen. Er ist tot. War das auch eine Ihrer Erfindungen? Die
selbst ausgedacht. Müssten wir nicht längst das Dorf sehen können? Jetzt fange ich wieder so an. Wir sind ja gleich da. Und? Was erzählen wir den Leuten? Na, was schon. Nichts als die reine Wahrheit. Wir haben dem Spuk ein Ende bereitet. Wir haben den Geist aus der Ruine verbannt. Und wenn dieser Mugur geplaudert hat? Warum sollte er? Er hat das Kästchen mit seiner Ilona zurück. Alles andere interessiert ihn nicht. Schon. Aber immerhin ist er gut 2 Stunden vor uns aufgebrochen. Die werden ihn mit Fragen nur so bedrängen. Was kann ich dafür, dass unser ganzes Geld im Burggraben verteilt lag? Hast du gedacht, ich lasse das einfach liegen? Wird so schon genug fehlen. Aber wenn wir denen erstmal die Grabplatte der Fürstin auf den Tisch legen, dann hagelt es Gulden. Was ist? Warum bleibst du stehen? Die Grabplatte der Fürstin Kurucha. Ja, was ist mit der? Das fragst du noch? Wir haben die vermaledeite Grabplatte völlig vergessen. Soll das etwa heißen, dass... Kehrtwendung. Was? Zurück zur Burg! Ja, zur Burg. Und solltest du dich auf dem Weg dorthin noch einmal beschweren, dann wird die Grabplatte der Gräfin nicht die einzige sein, die ich mitbringen werde. Matai!